Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir müssen jetzt irgendwo hin. Und das Spiel ist wieder irgendwie so laut. Und wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendjemanden finden. Ich weiß zwar nicht noch nicht, wo wir hin müssen, aber. Ja, wir mussten in so ein Büro. Yaras Büro, genau, da müssen wir irgendwie hinkommen. So, Trading Floor. Klingt spannend. Ja, es sieht gut aus. Oh, okay. Holy shit, waren wir hier schon mal? Willkommen! Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. So ist es. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Woher weiß ich, dass die Ware was taugt? Sie sind eine Asari. Vielleicht ist das alles für Menschen gar nicht geeignet. Ich führe nur das Beste vom Besten. Sie bekommen sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Das hilft mir auch nicht, wenn ich wegen einer kaputten Ausrüstung draufgehe. Hören Sie, ich lasse hier zu viele Credits, um Mätzchen zu machen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Ich sehe mich mal. Na also. So, dann haben wir uns erstmal hier schön runtergehandelt. Was gibt's denn hier? Biotischer Schaden. Grenzwertig. Was ist das? Verdoppelt das Teil für einen Umgehungsversuch? Achso, dass wenn wir irgendwas hacken und so, haben wir doppelt so viel Zeit. Medigel-Kapazität. Das wiederum finde ich cool. Und das lohnt sich. Das kaufen wir. Den Rest lassen wir erstmal so. Hey, keine Ahnung, biotischer Schaden. Grenzwertig dafür jetzt Geld auszugeben. Sehr grenzwertig. So, wir gucken, jetzt sind das verkackte Büro. Ich habe jetzt auf die Karte geguckt für 15 Sekunden, aber ich habe es immer noch nicht so ganz. Oh, hier vielleicht? Hallo? Oder da hoch? Ich glaube, hier hoch. Grüße. Hallo, Commander Shepard. Grüße. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Genau. Man sollte mich mit Commander oder König ansprechen. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommando? What's up, Bitch? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. What's up, Bitch? Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Freuen wir uns, Sie zu sehen? Wer sind die Quellen? Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass Sie am Leben sind auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft.
Und wenn Sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Okay, Transportzentrum. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Okay. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Als Transportdepot und zu der alten, wo wir schon waren. Sagen Sie einfach Bescheid. Was ist mit Ihnen, Liara? Ich könnte bei dieser Mission Ihre Hilfe gebrauchen. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Moi. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Mal gucken, vielleicht machen wir das vielleicht nicht. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Hau rein. Verpiss dich, Alter. Das machen wir wahrscheinlich nicht. Das dauert mir bestimmt zu lange. Wir reden später, Liara. Der konnten knacken, Alter. Keine Zeit für sowas. So. Transport und Wacht. Eternal-Thema. Taxistand. Überwachungsbüro. Wir gehen erstmal zum Überwachungsbüro. Ich glaube, da weiß ich mal, wie ich hinkomme. Mache ich hier das Türchen auf. Laufen wir hier entspannt durch. Hier runter. Und ich glaube, da hinten ist sitzt die Alte. Oder? Das ist die doch. Serena? Wer will das wissen? Jemand, der Ihnen das Leben zur Hölle machen kann. Oh, zu spät. Liara Tesoro. Oh, voll frech, ey. Informationen über Thane Krios. Vergeude ich hier meine Zeit? Tanner, machen Sie für mich weiter. What? Hierüber. Bitch? Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Sagen Sie mir einfach, was Sie über ihn wissen. Ich war für die Sicherheit von Nassana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers. Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Los geht's, Bitches. Genau das will ich hören. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Sehr gut. Ist kein Ding für uns. Wir knallen alles weg einfach. Gehen in den Turm. Snipern ein bisschen. Wir sind immer gut zum Snipern. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann sagen wir, yo, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, yo. Was nehmen wir? Welche nehmen wir mit? Wir nehmen die mit. Und wir nehmen den mit. Den mag ich. Ein Pünktchen haben wir. Inferno-Granate. Alles klar. 2 Punkte. Nix.
Warden. 4 Punkte. Hm. Verbrennung. Oder Wissenschaft. Verbrennung ist so viel besser. Ding! Was kann mir verbessern? Oh, was? Schmiede erhöhen dazu alles, worauf es trifft. Nein, 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 wir brauchen das hier, mal mehr Schaden, mehr Damage. Muss viel kräftiger sein. Ah, das ist alles okay. Los geht's. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dantias Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Also gut, gehen wir's an. Moment. Was die für coole Autos haben, vor allem, die haben alle das gleiche Auto. Alle. Alle haben das gleiche, alle haben die gleiche Farbe. Alle rot. Es gibt kein anderes. Null. Es gibt nur die Farbe rot. Ist das für ein Spaß? So, das sind diese Arbeiter. Dann knallen wir weg einfach. Oh, jawohl. Hunde! Weg. Oh nein. Was denn, ihr Motherfucker, ha, huh? Ihr Pisser. Boah, die Mann ist einfach kaputt. Ich hab fast tot! Holy shit, wir sind fast gestorben, das war richtig schlecht. Okay. Oh, eine Medizinstation. Können nur Maxi. Ah, ein Terminal. Grüße, Terminal. Grüße, Grüße. So, was brauchen wir? Weiß. Weiß-Orange. Das. 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 Das war jetzt aber schnell. Die waren alle zusammen. Ah. Credits. Medizinstation lassen wir zu. Wir haben eh nur 5. Mehr können wir nicht nehmen. 100 Credits. Scheiß auf die 100 Credits. Als salarischer Arbeiter. Grüße. Hilfe! Noch am Leben, aber nicht stabil. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Fuck, er ist noch stabil. Wer war das? Wir sind nur die Nachtschicht. Nasada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Jemand ist hier, um Nasana zu töten. Ich muss ihn finden. Ich habe niemanden gesehen. Aber das erklärt, wie Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nasana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann... Die Hunde! Er braucht medizinische Fürsorge, Commander. Ich kann nicht atmen! Bitte! Helfen Sie mir! Meine Brust! Gehen wir. Er kann uns nicht weiterhelfen. Yeah! Evil Intentions. Finden Sie die anderen! Genau! Da sind noch mehr von uns! Genau! Bitte! Shepard, kann ihn nicht einfach liegen lassen. Ja. Nur einen Moment, um ihm zu helfen.
Wir können und wir werden. Weiter. Ich habe halt wieder irgendwelche Probleme. Ja, die haben mich sofort gesehen. Ich sehe dich sofort. So, holy shit. Ah, der hat ihn eingefroren. Well done. Der gibt ihm richtig viel Damage, ey. Was ist denn los hier? Shit, das war nice. Das war nice, Leute. Was? Noch einer? Ah, noch ein Doggy. Gut, gut. Oh, da hinten sind noch welche. Okay, okay. Geh auf Tauchstation und gib dir eine Watsche. Ich hab da irgendwo ein Schild gesehen, in Lilanes. What? Ich habe sie destabilisiert. Konzentriertes Feuer. Voll da. Was haben wir gebraucht? 6, ne? Tarne mich. Ja, ist gut, dass du dich tarnst, Kind. Tarn dich. Oh nein, 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 nein. Geh weg. What the fuck, ich bin hier voll überfordert, es ist so viel los hier. Ja, wir benutzen auch nicht normgerechte Munition, bitch. So viel Muni. So viel Money verschwendet auf die Bleifinger. Da war einer. Oder irgendwas. Oh, hier ist ein Loch. Das ist ein Explosivcontainer. Da wird schon wieder auf uns geschossen. Ah. Tötet den Hund, Mann! Ja, war nice. Die ist so cool! Du hast so viel Damage, die Alte! Das ist unglaublich! Die geht hin, gibt dir eine Watsche von hinten und... Pfau! Enemy down! Richtig so... Jackie Chan Style. Bruce Lee. Puah! Hey, ich glaube, er ist hier. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Oh, Muni. Lassana bezahlt dich fürs Rumstehen. Nice. Na gut, aber ich. Digga, wo reden die das für so. Oh, what the fuck? Grüß. Zur Seite. Oh, ich will jetzt mal diese Granate werfen, Mann. Neutralisiert. Möge das Licht euch verbrennen. Weil das macht ja irgendwie viel Damage, das Teil. Das ist ja richtig geil, ey. Küss den Boden. Genau, sowas habe ich auch mal gesagt. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ach, was du nicht sagst, Alter. Was? Wow. Da hatte ich kurz... kurz Angst. Ah! Ah, Munition... 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 Wow. Unterstützung bei Verbündeten. Das wreckt.
Wir sterben fast. Nein. Ich will nicht sterben. Du hängst. Stotterst. Leck nicht. Das kann ich auch. Wir haben angegriffen. Ja. Boah, war der knapp. Schön ist unten. Knapp über meinen dicken Kopf. Möge das Licht euch verbrennen. Ne? Wieso verbrennt ihr ihn? Verbrennt ihr nicht. So viele Gegner! Boah! Noch einer, oh mein Gott! Okay, den machen wir auch noch, den lassen wir auch noch weg. Okay, Alter, holy shit, der Turm geht richtig ab. Also es ist einfach nur drrrrt, wir schießen nur die ganze Zeit, aber das ist okay. Wenigstens Action. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir wieder von hier weiter und schnappen uns den Thane-Tanne, wie auch immer heißt, und kassieren ihn ein. Haut rein und bis zum nächsten Mal.